freue mich, dass du uns heute am dritten Advent besuchst. Du hast uns auch ein bisschen was mitgebracht. Bevor wir aber überhaupt beginnen wollen, wollen wir natürlich von dir wissen, Weihnachten, was hat das für dich für eine Bedeutung? Ja, eigentlich eine sehr große. Also bei uns hat Weihnachten immer einen großen Stellenwert gehabt. Ich kann mich erinnern, wie ich ein kleines Kind war, sind wir immer, da habe ich noch nicht gewusst, dass kein Christkind, also Entschuldigung, falls Kinder zuschauen, natürlich gibt es ein Christkindl, ja. Aber sagen wir, wie ich klein war, und da sind wir immer zur Oma gefahren und dort haben wir gegessen, meistens an Karpfen, die Kinder auch Bries. Und dann sind wir nach Haus gefahren. Und da sind wir, also alles im dritten Bezirk, und bei jedem Fenster haben wir geschaut, war da das Christkindl schon oder war es nicht? Haben wir immer reingeschaut, ah, Papa, Mama, schau, da war schon das Christkindl, da war es auch schon, ob es bei uns daheim vielleicht auch schon gewesen ist. Und dann sind wir nach Haus gekommen und dann hat müssen der Papa nach dem Christkindl helfen, ja, klarerweise. Ja. Da habe ich noch warten müssen mit der Mama. Und auf einmal ist das Glöckerl hat geklungen und dann haben wir die Tür aufgemacht und drinnen der riesige Christbaum. Ah, habe ich geschaut, ah, da gibt es Fotos von mir, wo ich so wirklich voller Erstaunen bin, weil der Christbaum so schön und so groß ist. Mhm. Und ja, dann hat es die Geschenke gegeben, die haben wir dann ausgepackt und ja, es war immer ein großes Fest. Also bei euch hat es auf jeden Fall das Christkind gegeben und nicht den Weihnachtsmann, weil das hat sich jetzt ein bisschen schon geändert. Manche sagen ja da vom Weihnachtsmann und so. Ja, bitte, das ist eine amerikanische Erfindung. Bei uns gibt es ein Christkind, bei uns gibt es keinen Weihnachtsmann. Genau. Hexen so als Anhängsel vom Christkind. Ja. Aber auf keinen Fall eigenständig. Mhm. Kannst du sagen, hat es irgendein Weihnachten gegeben, an das du dich ganz besonders erinnern kannst, was du so wirklich, was du sagst, das werde ich nie vergessen. Hört man den Hund? Macht nichts, er darf. Snoopy. Snoopy darf nämlich genauso Advent feiern. Ja, nein, Weihnachten, an das mich besonders erinnern kann. Es war bei uns jedes Weihnachten schön, möchte ich sagen. Also, es ist jedes Weihnachten schön gewesen. Kann jetzt da keins hervorheben. Ja, wir haben ja ziemlich ein hartes Jahr hinter uns und hast du den Advent auch so ein bisschen als, ich weiß, wir sind ja schon ein paar Jährchen jetzt auf der Welt. Ich persönlich kann mich nicht erinnern, dass es jemals so war. Also, dass eigentlich gar kein Advent in dem Sinn war. Ne? Puh, es ist so ein Jahr hat es überhaupt noch nicht gegeben. Ja. Ne? Also ich habe es halt sehr ruhig begangen, also so wie Advent eigentlich sein sollte. Ruhig und besinnlich, aber natürlich die ganzen Begleitumstände dazu sind furchtbar. Aber so ein Advent wie heuer, das wäre eigentlich sozusagen das, wie er gedacht war, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Nur nicht mit diesen Begleitumständen. Ja, werden wir schauen, ob sie das beibehält oder ob es wieder so hektisch wird, wie es schon war. Also aus meiner Sicht braucht es nicht wieder so hektisch werden. Es ist eigentlich ganz angenehm, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist. Die Adventmärkte gingen da die auch? Nicht wirklich. Ja. Nein, ich war schon hin und wieder auf einem Adventmarkt, aber dann halt wie alle auch wegen einem Punsch. Und ausraufen kann man sich jeder haben besser. Genau. Billiger vor allem. Nein, vor allem sicherer. Ja. Also ich meine, ich saufe jetzt nicht auch, aber ja. Ich denke mir, das muss nicht sein, dass man da nur weggeht zu so einem Standl, dass man sich aushaft. Du bist ja Wienerlied-Interpretin. Das Wienerlied, Weihnachten, hat das beim Wienerlied auch immer so einen Stellenwert gehabt, einen eigenen? Ja, es gibt ja sehr viele Wienerlieder, ältere, modernere. Und es gibt ja Wienerlied-Interpreten, die Weihnachtsprogramme machen. Also ich selber gehöre ja auch dazu, heuer natürlich nicht, weil man ja nirgends auftreten durfte. Aber das ist schon was Schönes, so ein Wiener Weihnachtslied. Möchtest du eins hören? Unbedingt. Ich habe mir eigentlich schon gleich, wenn du kommst, dass wir sowas hören. Ich habe schon hergekriegt, die Gitarre Nova. Ja, es ist vom Hans Lang, der Heinz Konrad hat es immer gesungen. Es heißt Liebeschristkindl und die Strophe geht so. Im Postamt von Mosbach ist sicher was geschehen. Ich habe alle Postler dort weinen heute gesehen. Sogar ein ganz alter Beamter am Schalter hat geschneizt sie ganz laut und dann traurig dreingeschaut. Die Schuld ist eine einfache Postkarten gewesen und in globiger Schrift
stand darauf zu lesen: An das Christkindl. Liebes Christkindl, du, hör ein Wengerl mir zu. Es ist kalt und es schneit, ist auf Weihnacht nicht weit. Liebes Christkindl, bitte, bring mir auch etwas mit. Ich vergess dir das nie und vergürz Gott, sag ich. Hab fünf Kinder in Not und zu Hause oft kein Brot. Doch das verstehst du nicht, nein, da mirst der Holzknecht du sein. Bitte bring deinem Herz für die Kinder, was ihr's. Liebes Christkindl, Geld, schickst der Glück auf die Welt. Sehr schön. Weihnachtliche Stimmung ein bisschen, ne? Ihm hat es gefallen, weil ich habe gesehen, ich sind die Augen zurückgefallen. Ja, ja, der Snoopy. Mein Weihnachtshund, ha? Ja. Das ist ein ganz interessantes Gerät. Ja, das ist eine Gitanova, nennt sich das. Mhm. Das ist von einer österreichischen Firma erzeugt, ich glaube ein Oberösterreicher, ein Chorleiter, der sich das überlegt hat, wie man Menschen ganz einfach Spielen beibringen kann. Und ich habe das entdeckt in der Sendung 2 Minuten, 2 Millionen. Mhm. Und dann habe ich das gleich gekauft. Super, also wirklich. Ja. Du hast eh gemerkt, ich kann es noch nicht richtig gut, aber zu Weihnachten kann man ein bisschen nachsichtig sein. Genau. Weil, glaubens, ich weiß am Heiligen Abend, also wenn ich singe, dann bin ich allein im Zimmer. Ach so. Ja, ich vertreibe alle. Jetzt, wie verbringst du so den Advent? Ja, heuer sehr ruhig, muss ich dazu sagen. Also, am Sonntag natürlich wird der Adventkranz angezündet, also eigentlich nur die Kerzen. Ja, ja. Sinnvoller. Und ja, schon ein bisschen mit Gedichten lesen und Musik hören. Also einfach gemächlich. Adventjausel, ja. Also die Vanillekipferl hat heuer die Mama gemacht. Mhm. Und die hat sie noch nicht gebracht. Ich war zwar gestern bei ihr und sie hat gesagt, ob sie mir es mitgeben soll. Ich habe gesagt, nein. Weil dann sind nämlich zu Weihnachten keine mehr da. Genau, sonst geht es uns auch. Ja, wird dann schräg nachpacken. Genau. Jetzt hast du für Weihnachten irgendwas, oder Weihnachten ist ja immer so eine Zeit, wo man sich was wünscht, aber man kann sich, man muss sich nicht unbedingt Geschenke wünschen, wenn du etwas Ideelles dir wünschen könntest. Was würdest du da so am liebsten Ideelles unter dem Weihnachtsbaum wünschen? Oh, da gibt es viel. Also, ich habe gerade heute gelesen, dass es noch nie so viele Flüchtlinge gegeben hat wie jetzt. Mhm. Man möchte sich wünschen, dass mehr Menschen gut geht auf dieser Welt, dass die nicht so leiden müssen. Mhm. Es sind ja da ganze Generationen verloren, wenn die nie ein ordentliches Zuhause haben. Mhm. Also das tut mir in der Seele weh, wenn ich das irgendwie ändern könnte. Das wäre mein großes Anliegen. Mhm. Man hat überhaupt jetzt ein bisschen das Gefühl, dass die Welt so ein bisschen auseinanderbrochen ist. Gell? Das, ja, es ist ein interessantes Phänomen, nicht? Dass gerade so Rechtspopulisten im Moment ganz überall so auf dem Vormarsch sind, dass die Menschen so nach einem Führer suchen, obwohl sie so glücklich sein könnten, dass es keinen mehr gibt. Keinen gibt, ja. Genau, ja. Das stimmt leider. Also ich hoffe doch, dass die Menschen sich irgendwann wieder darauf besinnen, vor allem auch bei uns in Österreich, wo es uns ja doch relativ gut geht, dass man das hochhält, das was wir sich da geschaffen haben an Guten. Und ja, dass auch die anderen Menschen in den anderen Ländern irgendwann erkennen, dass die Demokratie und ein bisschen eine Barmherzigkeit der Welt und an selber nämlich auch gut tun. Jetzt haben wir ja bald die Weihnachtsfeiertage, es dauert ja nicht mehr so lange, wir haben jetzt den dritten Advent.
Weißt du schon, bis du Weihnachten feierst? Nehmen wir mal an, heuer ruhiger, weil ja, es sind keine Auftritte. Wobei, zu Weihnachten habt ihr weniger Auftritte dann gehabt. Nicht in ich weiß, an Weihnachten selber gibt es ja nichts. Nein, also es wird ganz ruhig sein. Ich werde mit meinem lieben Gottfried, mit meinem Freund, meinem neuen lieben Freund, sind wir schon 4 Monate zusammen. Na, Gratulation. Na, danke schön. Jetzt habt ihr ja noch 3 Monate schon geheiratet. Ja, ja, genau, genau. Nein, genau. Das ist noch nicht so weit bei uns. Also wir sind 4 Monate zusammen, sind sehr glücklich. Und mit der Mama werde ich feiern. Und ja, es wird einen Karpfen geben. Also die Mama bringt einen Karpfen mit. Und die Vanillekipferl und ich mache dazu einen Erdäpfel-Vogelsalat, wird es geben. Und dazu werden wir trinken ein Glas Bier, glaube ich, zuerst einmal. Dann werden wir Weihnachtslieder spielen am Klavier. Mein Freund, der Gottfried, spielt ja auch Klavier. Also wir haben schon geprobt sogar. Das heißt, es wird immer einer am Klavier spielen und der andere auf der Gitarnova das noch begleiten. Und dann werden wir natürlich alle singen. Und ja, dann gibt es die Geschenke. Aber das verrate ich nicht, was es da geben wird, weil das ist ja eine Überraschung. Könnt ihr wer zuhören, ne? Könnt ihr wer zuhören? Ja, genau. Das sagen wir nicht. Du wohnst ja in einer recht einer tollen Gegend. Ist dort eigentlich Weihnachten, glaube ich, kann man vorstellen, es hat so ein bisschen noch einen so einen angenehmeren Flair auch. Ne? Ja, nein, ich habe so im Grünen, also ich wohne in einem Ort zwar, aber in Würmler übrigens, wunderschön. Wunderschön, ja. Wunderschönes Würmler. Und ich habe einen Garten und am schönsten ist natürlich, wenn es ein bisschen angezuckert ist. Werden wir sehen, ob das heuer ist. Meistens ist ja zu Weihnachten das bestimmte Tauwetter. Ne? Ja. Aber natürlich, das ist schon was Schönes. Und ja, bei uns in der Straße sind auch alle Häuser geschmückt, ein bisschen mit Licht und so, wenn man da durchgeht. Du hast uns ein Buch mitgebracht, aus dem du vorlesen wirst. Ich kenne die Autorin. Unsere Zuschauer kennen es wahrscheinlich auch. Es ist meine Mama. Und sie hat wirklich wunderbare Gedichte und Geschichten und du wirst uns jetzt sicher eine jetzt zugute bringen. Ja, überleg mir was. Na, vielleicht die rätselhaften Kekse. Hausfrauen tun sie oft dran messen, bei wem nur kann man besten essen. Ganz wichtig ist dabei die Form, bei wem sind's denn am schönsten wurm? Manche sind ein wenig hart, mit irgendwas hat man da gespart. Einige sind zu dick und zu braun, mal schrecklich sind die anzuschauen. Grad jetzt hab ich in eine bissen, bei der tu ich die Nuss vermissen. Aber die, ich mein die Sorte, ist eine ganz feine Sorte. Zart und geschmackig, fein im Biss, sicher gibt's um der Chris. Hörst die Kitzelns, Gaumen, Zipfel, dreht es von Vanillekipfel. Gelernt hab's ich von meiner Mutter, am besten waren's mit echter Butter. Zuletzt muss man's nur in Zucker wutzeln, nur ganz zart, damit's nicht zu futzeln. Das ist schon was Schönes. Weil ich zuerst gesagt habe, Barmherzigkeit, also ich möchte jetzt nicht so wegen mir an die große Glocke hängen, aber ich spende jedes Jahr etwas. Und heuer habe ich gespendet der griechischen Welle. Ja. Ja, die unterstützen die Brandopfer in Mati. Da war ja vor 2 Jahren dieser große Brand. Ja. Ne? Da sind viele, die noch immer kein wirkliches Zuhause haben. Und dann unterstützen sie auch Kinder, bedürftige Kinder. Und gerade Griechenland ist ja im Moment, da geht es da vielen Leuten ganz schlecht. Also wenn wer noch nicht weiß, was er tun soll, bitte die griechische Welle kann man unterstützen. Findet man auch im Internet unter griechischewelle.at, nehme ich an. Die freuen sich auf jeden Fall und die brauchen das für die Kinder und für die Familien. Die Griechen haben überhaupt ein bisschen, glaube ich, einen Stich gelassen. Zuerst einmal mit den Flüchtlingen, jetzt dann mit den Katastrophen und die haben da wirklich die letzten Jahre wirklich ganz schön abgeräumt. Ja. Und ich meine, du weißt, ich habe 4 Jahre dort gelebt, ich kann die griechische Sprache, also es ist mir ein bisschen, habe da eine gewisse emotionelle Nähe dazu und ich weiß, was die Damen von der griechischen Welle tun, die fliegen da auf eigene Kosten mehrmals pro Jahr hinunter und kaufen dann dort die Hilfsgüter und verteilen die. Also das ist schon eine großartige Sache.
Ja, ich habe natürlich noch etwas. Ich weiß, dass du eine sehr soziale Ader hast, du ja selbst soziale Projekte gern unterstützt. Wir haben ein Buch einer jungen Künstlerin, die Maybrit, das ist die Stimme aus dem Machfeld, die so Popschlager singt. Und sie ist eine sehr junge, talentierte Künstlerin, die aber auch sehr empathisch ist. Das heißt, sie hat auch einen Verein gegründet, der heißt Zwei Weltenkinder. Das geht für Kinder, die zwischen diesen zwei Welten, Vater, Mutter, oft hin und her gerissen sind, wo dann die Ausfratschelei kommt, was hat der Papa gesagt, was hat die Mama gesagt, aber auch natürlich oft in großen Nöten sind. Und sie hat sich damit auseinandergesetzt und hat einen Verein gegründet, der eben diese Kinder unterstützen soll. Der Michael Haas und der Peter Steinbach haben dieses Buch, also der Michael Haas hat es geschrieben und der Peter Steinbach hat es herausgegeben, stellt uns dieses Buch zur Verfügung. Es sind wunderbare Geschichten aus Wien von Michael Haas und die ersten 15 sind sogar handsigniert vom Künstler und dieser reine Erlös geht, also der Erlös dieses Buches geht zur Gänze dann an diesen Verein und ich möchte natürlich ein Buch überreichen. Ja, aber das kaufe ich natürlich. Was kostet es? 12 Euro. 12 Euro. Ha, der vierte heilige Dreikönig. Das kenne ich Und schon. der Die ist interessant. Marika Sobotka hat die im Repertoire, die habe ich schon gehört von ihr, die ist köstlich. Ja, absolut. Bitte, ich möchte dieses Buch unbedingt Gerne. kaufen. Möchte diesem Verein spenden natürlich. Wenn ich mehr spende, kommt es auch dorthin. Kommt es auch dorthin? Ja. Na, da werde ich ein bisschen was geben. Das ist Das macht ganz, man. ganz lieb und Und ich ja, sage und dann im Namen ich von der freue mich. Maybrit und von den zwei Weltenkindern schon recht Ja. herzlichen Dank. Es ist ein Ross entsprungen, ist da drin. Ja. Es ist ein Ross entsprungen. Natürlich nicht. Es ist ein Ros entsprungen. Das ist eine Geschichte, die jeder kennt. Einst stand ein Stall im Orient und darin war, ihr wisst es längst, ein Esel, ein Ochs und ein stolzer Hengst. Der Gastwirt, der den Stall besessen, hat seine Tiere nie vergessen, kam abends stets mit Heu herein, um in die Krippe es zu streuen. Der Hengst sprach: Ich habe Klasse, ihr aber seid nur mindre Rasse. Drum sollt ihr niemals es vergessen, ich bin der Erste hier beim Fressen. Doch ein Ross im Stall, ne? Doch herausgestellt. Und Ochs und Esel ganz bescheiden traten zurück und mussten's leiden. Doch diesen Abend, was geht vor? Da öffnet plötzlich sich das Tor, ein Mann, eine Frau, die treten ein und man hört auch ein Baby schreien. Die Frau legt ohne jede Scheu das süße Kindlein in das Heu, denn das hat nämlich, müsst ihr wissen, in seine Windeln reinge. Na was schon. Dem Pferde wird's ganz flau im Magen, ihm hat's den Appetit verschlagen. Und Ochs und Esel, was soll man machen? Hört man im Hintergrunde lachen. Das Pferd war darob sehr pikiert, Spott ist ihm ja noch nie passiert. Und mit wildem Geschnaube und Gebraus galoppiert es in die Nacht hinaus. Zu Weihnachten wird seitdem gesungen das Lied: Es ist ein Ross entsprungen. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Von der Seite habe ich es noch gar nicht Na betrachtet. ja, nicht. Also bitte, der vierte heilige Dreikönig von Michael Haas. Sehr empfehlenswert. Nach Weihnachten kommt das neue Jahr. Ja. Silvester schon Pläne? Naja, man darf ja Zausen. nirgends hingehen. Ja, Zausen. Also wir werden zu Hause sein, und zwar der Gottfried, mein Freund, meine Mama und ich. Und das war es dann auch schon. Also wir werden das zu dritt feiern. Wir wollen ja niemanden anstecken und angesteckt werden wollen wir auch nicht. Also ich habe mir vorgenommen, dass dieses Corona an mir vorbeigeht, ohne dass ich es kriege. Ich würde es auf gar keinen Fall haben. Von allen muss man nicht haben. Nein, von allen muss man nicht haben. Und ja, dann hoffen wir halt, dass diese Impfung tatsächlich bald zu haben ist. Also wir werden es auf jeden Fall geben lassen. Ich glaube, dass das eine gute Sache ist. Ich möchte gleich also ein für alle Mal sagen, diese ganzen Verschwörungstheorien. Ich kenne leider so viel Leute, die mir immer wieder solche Sachen auch schicken. Und ich habe jetzt allen gesagt, sie sollen mir das bitte nicht mehr schicken.
Und ich bin kein Missionierer, vor allem kann man diese Leute eh nicht missionieren, aber bitte, bitte glaubt ja noch nicht. Erst gestern erzählt mir meine Tante, ja, der Altweiberl, Schwester meiner Mutter, ja, da hat einer gesagt, man soll sich nicht impfen lassen, weil das könnte unter Umständen schlecht sein. Sag ich, Tante, warum glaubst du irgendwen, der irgendwas sagt? Warum glaubst du nicht den Wissenschaftlern, die sich da wirklich damit beschäftigen, ihr ganzes Leben in den Dienst dieser Sache stellen? Glaubst du, dass uns die was Schlechtes wollen? Also ich würde immer dafür plädieren, dass man hier logisch vorgeht und den Menschen vertraut, die eben ja auch beruflich sich dafür engagieren und also ich werde mich auf jeden Fall impfen lassen und ich lasse mich auch wieder testen, ob der kurze Schnitzel hergibt oder nicht, ist mir Genau. Soll nicht der Grund sein, ne? wurscht. Das glaube ich auch. Im Himmel hat das Christkindl schon die Backerln bereit, nur will es nicht liefern, weil der Weg ist ja zu weit. Wenn der Weihnachtsbaum brennt, haben die Kinder auch Freude, weil dann ist für Singen und Betten keine Zeit. In Bethlehem sieht man einen Stern in der Nacht, am Tag sieht man nicht. Gell, das hast du eh gedacht. Am Berg auf der Alm um, da geht's lustig zu, da feiert die Weihnacht der Ochs und die Kuh. Im Burgenland ist jetzt die süßeste Zeit, da backen die Frauen ja die Keks für die Leute. Der Schneider und der Schuster haben zu Weihnachten viel zu tun. Der Schneider macht Gladeln und der Schuster die Bauern. Gut, dann hat es uns schon wirklich gefreut, dass du hier bei uns warst, dass du uns besucht hast, dass du uns etwas zum Besten gegeben hast. Danke. Bei dieser Gelegenheit wollen wir dir und natürlich, und das hätte ich jetzt fast vergessen, das ist ja dargeschrammelt, müssen wir auch noch kurz Das hier ansprechen, das ist ja dargeschrammelt. wir hätten ja heuer schon ein Weihnachtsprogramm gehabt, unser griechisch-wienerisches Weihnachtsprogramm. Das haben wir also auf nächstes Jahr verschoben. Ab 2. Mai gibt es dann auch wieder die Matineen beim Heurigen Wolf, die Neustifter Sonntagsmatineen, jeden ersten Sonntag im Monat. Warum ab 2. Mai? Weil man denkt, wenn es schön ist, kann man es draußen machen Ja, und dann kann vielleicht man das gibt es schon mal eine auf der sicheren Seite. Impfung. Aber ab dann wollen wir das wirklich wieder jedes Monat durchziehen. Und wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, das wäre doch eine nette Sache, so ein Gutschein von der Neustifter Sonntagsmatinee. Kann man bei mir bekommen um 20 oder 25 Euro, hängt davon, ob welcher Künstler dort sein wird. Am 2. Mai sind auf jeden Fall die Sirtaki-Schrammeln dort und vielleicht auch der Andy Lilang. Ich habe ihn angefragt, ich habe noch keine Nachricht für ihn. Wenn der Andy dazu kommt, kostet es 25 Euro. Wenn nicht, kostet es 20. Und da ist aber auch ein Gläschen Sekt dabei. Und das ist doch ein nettes Geschenk, bitte Leute, denkt dran. Ja, das ist, und das lässt sich schön um den Christbaum legen. Nur Lass muss dich man nicht. aufpassen, dass man von dem Weihnachtspapier dann weghaut. Ne? Was, im Gutschein? Ja, eben, da muss Naja, man aber aufpassen. wenn der bezahlt ist, das weiß ich ja. Ist eben genau, Dann ja. kann man auch ohne Gutschein kommen. Also dann unter den Christbaum legen kann man auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall. Was man auch noch sagen sollte, ist vielleicht der Radio Wienerlied-Sender, ne? Dass man für alle, die gern Wienerlieder hören, Genau. können sich das immer anhören unter www.radiowienerlied.at. Ist vielleicht auch noch ganz Genau, interessant. genau. Der hat wirklich eine breite Auswahl an Wiener Liedern. Ich glaube, das Repertoire ist dort unerschöpflich. Ne? Unerschöpflich. Jede Woche eine neue Sendung. Ja. Und weil wir jetzt da diese Tagesschrammel und natürlich auch die griechische Seite angesprochen haben, wie wird in Griechenland Weihnachten gefeiert? Ein bisschen anders wie bei uns. Ne? Ja, die feiern erst am 25. Da kommt der Santa Claus und bringt halt so in einen Stiefel ein paar Geschenke und am 24. wird einfach gegessen miteinander. Wobei in Griechenland braucht man nicht so viel Kamine, da wird wahrscheinlich das Na, Fenster der fliegen. kommt mit dem Boot. Ah, Der ja, kommt genau, Griechenland mit dem Boot. besteht ja aus sehr vielen Ja, Inseln. ja. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank, dass du bei uns warst, dass du den Weg hergefunden hast. Das ist Ja, ja die andere Seite. das macht nichts, aber es schneit jetzt, Aber es gell? schneit, vielleicht haben wir doch weiße Weihnachten, wobei bis dahin ist noch lange Zeit, also Ja. hoffen wir nicht, das schmützt wieder. Dann sage ich dir recht herzlichen Dank an dich, an diese Tagesschrammeln und alle, die wir kennen. Ja, und auch euch wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und ich freue mich so, dass ich
seht, dass es euch gut geht, dass ihr euren Sender so etabliert habt. Das ist ganz, ganz toll. Das freut mich für euch persönlich und natürlich für alle Künstler, weil ihr euch ja wirklich sehr einsetzt dafür, dass die Künstler auch eine Plattform haben. Und das ist gerade in diesen Zeiten ganz, ganz wichtig. Danke. Danke auch.